Nee, nee, Leute, was ist da schon wieder mit unserem Heimathorst? Also, der Heimathorst hat sich mal wieder gemeldet und zwar per Twitter im Grunde genommen. Zumindest ist er bei mir per Twitter angekommen. Und da hat er ein bisschen was erzählt über, ja, nach dem Anschlag von Halle müssen wir jetzt so ein bisschen die Gamer beobachten. Und ich habe mir gedacht, was zum Geier hat der denn schon wieder geraucht? Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Also tatsächlich, ich kann euch mal, ich suche mal den Clip raus hier, wenn ich ihn finde. Es wurde bei Twitter häufig geteilt und natürlich auch mit Verblüffen geteilt. Denn ja, was muss der Bundesinnenminister so vorstellen? Natürlich, er muss Konsequenzen vorstellen, damit die Politik zeigt, dass sie nicht wirkungslos und ahnungslos ist, dass sie was machen gegen Rechtsradikalismus und eben gegen solche Terror, rechten Terror, der da auf uns zukommt. Und ich finde es nicht, das Video. Moment, Moment, Moment. Ich habe ihn gefunden in unseren Heimathorst. Und ich spiele das Ganze mal ab. Ton ist wichtig. Den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Manche nehmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag. Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen. Ist natürlich kompletter Humbug, dass jetzt Horst Seehofer sich komplett auf die Gamer jetzt stürzen möchte. Klar, ich habe nichts dagegen, wenn er sagt, okay, wir wollen jetzt rigoros gegen Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus und natürlich Neonazis vorgehen. Das heißt, wir werden jetzt überall gesellschaftlich durchgreifen und nochmal schauen und gucken, was es dort alles gibt in den verschiedenen Behörden, auch bei uns schauen, ob es da nicht irgendwelche geistige Mitbrandstifter und Mittäter gibt, in dem Sinne, dass sie halt eben auch solches Gedankengut aufsammeln und dann natürlich auch befeuern. Und das muss überall gemacht werden, gesellschaftlich in vielen bestimmten Stellen, wie zum Beispiel auch in der Polizei, wo ganz klar sein muss, Leute mit rechtsradikalem Gedankengut, mit Neonazi-Vergangenheit oder auch irgendwie Präsenz. Die haben da einfach nichts zu suchen. Die können nicht Polizist sein. Das muss ganz klar sein und das muss primär gemacht werden. Falls man das in so einem Kontext einordnet, ganz klar, da fand ich, glaube ich, die Aussagen bei ZDF, was nun, Herr Seehofer, ein bisschen was differenzierter und ein bisschen was verständlicher von Herrn Seehofer. Da wurden so Gamer und Games an den Rand, am Rande so ein bisschen erwähnt und gesagt, da muss auch noch mal reingeschaut werden. Aber jetzt mit dieser Aussage, dass man jetzt auch die Gamer-Szene überwachen möchte, ist, glaube ich, also da muss ihm doch jeder Berater gesagt haben, ey, das ist. Also ich habe nichts dagegen, das in dem großen Kontext zu sehen, wo man sagt, okay, hier, wir müssen allgemein gegen sowas vorgehen. Und eine Sache, wo wir noch nicht reingeschaut haben, ist die Gamer-Szene, weil dort taucht so etwas auch auf. Dort treffen sich eventuell diese ganzen Neonazis oder Rechtsextremen und planen dort irgendwas oder haben Spaß dabei, irgendwelche Leute zu killen und so weiter und so fort. Aber das ist würde ich mal sagen, ein allgemeines Problem, dass halt eben Leute dort auch die Möglichkeit bieten oder die Spieler ihnen die Möglichkeit bieten, dort irgendwelche Gewaltfantasien auszuleben. Das ist, glaube ich, jetzt kein reines rechtes Problem, weshalb man da reinschauen müsste, außer natürlich mit dem Bezug auf Rechtsradikalismus. Ich bin jetzt aus der GEMA-Szene ein bisschen was länger draußen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es da groß Probleme mit Rechten gab auf dem Ego-Shooter, vornehmlich Counter-Strike-Servern, wo ich gespielt habe. Da gab es ja eher teilweise Beschimpfungen. Das war, glaube ich, wohl eher das, was dazu geführt hat, dass da
ein bisschen das Fass über Kochen gebracht hat, bei einigen Spielern natürlich. Also Beschimpfungen sind an der Tagesordnung, auch bei Tagesordnung bei Gamern. Also man hat da eine etwas rauere Sprache, sagen wir mal so. Aber sobald es ins Rechtsradikale, ins Extremistische abgedrückt ist, ins Sexistische abgedrückt ist, da war es zumindest nach meiner Erfahrung bisher, das ist aber schon, ich glaube, mehr als 10 Jahre her, da war es dann auch schon eher so, dass dann Leute gebannt wurden von Servern. Also da wurde tatsächlich rigoros auch durchgegriffen, teilweise. Wie das jetzt heute heutzutage aussieht, weiß ich leider nicht. Und übrigens hübscher Kakao. Deshalb auch eine andere Tasse, weil das ist meine Kakaotasse. Und keine Reklame für dieses Logo hier. Und hier Brötchen mit Meerrettich. Salami-Brötchen. Lecker. Aber keine genug der Schleichwerbung, weil ich hier jetzt gerade esse. Nee, Heimathorst. Da hast du dich komplett jetzt lächerlich gemacht im Internet, dadurch, dass du gesagt hast, wir wollen die Gamer-Szene überwachen nach dem Anschluss von Halle. Das ist nicht Nummer 1, was gemacht werden muss. Das ist ein kleiner Furz, der muss irgendwo am Ende oder zwischendurch gemacht werden. Der muss nicht extra sonderlich explizit erwähnt werden in irgendeiner Sendung. Nee. Sondern da bist du, da schießt du komplett wieder am Ziel vorbei und legst den Fokus auf, oder zumindest den vermeintlich von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Fokus auf an die komplett falsche Stelle. Sondern dieser Rechtsradikalismus, diese Ideologie und dieses Neonazi-Gedankentum, das muss woanders bekämpft werden. Nicht nur in der Gamer-Szene. Und die Gamer-Szene muss nicht stärker bewacht werden, sondern das, was stärker bewacht werden muss, sind Gotteshäuser von Minderheiten. Die müssen stärker bewacht werden, nicht überwacht, bewacht werden. Gerade bei hohen Feiertagen sollte das der Fall sein. Und man muss natürlich auch dann seine Hausaufgaben machen, wenn es darum geht. Beim Linksextremismus als Beispiel ist man schnell dabei, Hausdurchsuchungen zu machen und auch schnell durchzugreifen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, bei Rechtsextremismus, da geschieht nicht so viel. Wenn es um die ganzen Medien geht, die rechtsextremistische Meinungen verbreiten und so weiter und so fort, da einfach mal rigoros schauen, gucken, was gibt es da für Verbindungen mit eben rechtsradikalen Gewalttätern und da richtig durchgreifen, das wäre vielleicht eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist und angebracht wäre. Aber jetzt hier die Gamer-Szene überwachen, es ist im Grunde genommen wie zu sagen, ja, wir wollen die Fußballszene überwachen, weil da auch ein paar Leute mit rechtsradikalen Sprüchen auftauchen. Das ist alles schlimm, das ist alles, das muss auch bekämpft werden. Aber das im Zuge eines solchen Rechtsterrorismus dann als Konsequenz zu präsentieren, ist so ein bisschen mager. Also das ist wirklich schon, das ist schon hier dreiköpfiger Affe. So, das ist meine Meinung. Was ihr von der ganzen Geschichte haltet, könnt ihr natürlich im Kommentarbereich posten. Liken, subscriben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.